Heute möchte ich zeigen, wie ich einen günstigen LED-Beamer zu einem sehr gut brauchbaren Heimkinoprojektor umbaue. Dafür verwende ich hier den Exelvan CL720D für ca. 150 Euro. Dieser hat alle möglichen Anschlüsse, ich benötige aber eigentlich nur einen HDMI-Port. Denn ich werde den Projektor mit dem Computer ansteuern, um überwiegend Filme abzuspielen. Analoge Eingänge und USB-Anschlüsse sowie einen eingebauten Lautsprecher werde ich nicht verwenden. Dieser Keystone-Hebel hier ist eine mechanische Trapezverstellung für das Bild. Das Bild ist jedoch dann entweder oben oder unten unscharf, denn die Linse kann das schräge Bild dann nicht mehr einheitlich scharf stellen, ist also eigentlich eine Fehlkonstruktion. Aber gut, das muss man ja auch nur verwenden, wenn man den Beamer schräg aufstellt. Ich werde daher den mechanischen Keystone nicht verwenden, da ich den Projektor mittig vor die Leinwand platzieren werde. Der Projektor hat ein sehr schön helles Bild und auch die Auflösung von nativen 720 Pixeln ist für mich momentan völlig ausreichend. Für den Preis ist das Bild super. Wichtig für einen Heimkinobeamer ist natürlich ein möglichst leiser Lüfter. Ich werde das Geräusch in 1 Meter Abstand messen. Es beträgt 38 Dezibel. Das ist natürlich viel zu laut. Im Folgenden werde ich die verbauten Billiglüfter gegen hochwertige Be Quiet Lüfter ersetzen. Dazu drehe ich das Gerät um und löse alle Kreuzschlitzschrauben, um das Gehäuse zu öffnen. Vorsicht beim Abnehmen des Deckels, denn das Bedienpanel ist mit einem Kabel an der Platine verbunden. Hier sieht man deutlich, wie das Bild über einen Spiegel durch die Linse gelenkt wird. Hinter dem Spiegel befindet sich ein radialer Schneckenlüfter, der die Luft von hinten auf das LCD-Panel bringt, um dies zu kühlen. Davor sieht man hier nochmal deutlich die meiner Meinung nach überflüssige Keystone-Blende. Die Luft geht dann weiter hier hinten ins Gehäuse rein und wird dann von einem zweiten Lüfter hinaus befördert. Hier habe ich zunächst die Kunststofflamellen des Gehäuses sauber rausgeschnitten, um möglichst wenig Luftwiderstand zu haben. Das funktioniert auch soweit, das Gerät ist jedoch immer noch sehr laut. Beide Lüfter werden daher ausgetauscht und ich beginne den Schneckenlüfter auszubauen. Dazu nehme ich einen Teil des Gehäuses ab, um an die Schraube zu gelangen. Dann ist es einfach, das Teil auszubauen. Ich werde hier einen 80 mm Be Quiet Lüfter einpassen. Wichtig ist, dass der Lüfter richtig herum eingesetzt wird, damit er auch Luft einbringt und nicht aussaugt. Dabei helfen die Hinweispfeile auf dem Lüfter. Wegen der anderen Bauart ist es nötig, das Gehäuse etwas zu modifizieren. Das erledige ich einfach mit Pappe und doppelseitigem Klebeband. Ich baue einen Papptrichter, damit der neue Lüfter die Luft schön in die Ecke und so hinter die Blende bringen kann. Ich schneide das alte Lüfterkabel einfach so ab, dass ich den neuen Lüfter anklemmen kann. Der neue Lüfter hat ein drittes Kabel für eine eventuelle Temperatursteuerung. Dieses Kabel brauche ich hier nicht und es wird nicht angeschlossen. Jetzt wird der zweite Lüfter ausgetauscht. Hier benötige ich einen 92 mm Lüfter. Ich habe mit den Pure Wings von Be Quiet sehr gute Erfahrungen machen können, daher verwende ich diese auch hier.
Auch hier entferne ich nun kurz einen Teil der Verkleidung, dann lässt sich die Lüfterabdeckung leicht abnehmen. Wichtig ist, dass der neue Lüfter die gleiche Größe hat wie der alte, damit er genau reinpasst. Auch hier ist auf die Luftrichtung beim Einbau zu achten. Die Metallkühlrippen hier sorgen für eine Kühlung des LED-Chips. So, der Einbau ist fertig und ich lasse den Beamer nun zum Test laufen und prüfe die richtige Funktion beider neuen Lüfter. Alle Lüfter laufen wie gewünscht. Jetzt kann ich alles wieder zusammenbauen und das Gehäuse wieder schließen. Zum Anbringen dieser Projektorhalterung hier gibt es ein weiteres Video, was ihr auf meinem Kanal findet. In 1 Meter Entfernung zeigt der Geräuschtest nun nur noch 18 Dezibel an. Das ist wirklich flüsterleise und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Lüfterumbau hat mich insgesamt 20 Euro gekostet. Durch die universelle Halterung ist der Beamer mittig gegenüber der Bildfläche an der Wand angebracht und den Keystone brauche ich daher nicht verwenden. Inklusive Halterung, Lüfter, Kabel hat dieser Projektor 200 Euro gekostet. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, freue mich darüber und ich hoffe, dass dieses Video möglichst vielen Zuschauern beim Geldsparen hilft. Ich würde mich sehr über Likes freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte abonnieren nicht vergessen.